Freunde, ich möchte euch jetzt mal kurz zeigen, und zwar mache ich das auch das erste Mal bei dem Handy, wie der Fingerabdrucksensor tatsächlich funktioniert. Dazu gehen wir erstmal in die Einstellungen. Hier haben wir das Menü, unter dem auch der Fingerprint zu finden ist. Jetzt müssen wir eine PIN-Nummer einlegen oder eine PIN festlegen. Ich nehme einfach 0000. Nehme ich nochmal 0000. So, jetzt haben wir die Auswahl, ihr seht es vielleicht. Wie sollen Benachrichtigungen angezeigt werden, wenn Ihr Gerät gesperrt ist? Gesamter Nachrichteninhalt anzeigen, sensible Nachrichteninhalte ausblenden, keine Benachrichtigungen anzeigen. Wir lassen mal den gesamten Nachrichteninhalt. Fertig. So. Nachdem sich das Ganze initialisiert hat, werden wir jetzt mal versuchen, den Fingerprint, und zwar hier hinten ist der. Lege ich jetzt mal meinen Finger drauf. Gucken, was passiert. Touch it, use. Machen wir mal auf an. App Lock. Dann kann man verschiedene Apps sperren wahrscheinlich noch. Add Finger. Das machen wir jetzt auch mal. Place your finger. Lift and reset your finger on fingerprint module to repeatedly. Okay, das machen wir jetzt mal. Lift and reset your finger on fingerprint module. Place your finger, lift your finger, place your finger, lift your finger, place your finger. Okay, dauert einen kleinen Augenblick, denke ich mal. Shake hands, posture adjustment, continue to adjust obtaining fingerprint edge, continue. So, jetzt haben wir einmal einen Fingerabdruck registriert. Lief eigentlich ganz gut. Ich kenne das ja von meinem Samsung auch her. Da haben ja mittlerweile viele Handys. Da muss man dann 15 Mal mit dem Finger über den sogenannten Home-Button rüber scrollen bzw. rüberziehen, damit er dann das als Fingerprint auch erkennt. So, und jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal einen Finger, und zwar den, registriert. Dann schauen wir mal, was passiert. Gucken wir mal. So, jetzt schließe ich das mal. Jetzt versuche ich mal an dem Gerät, wie gesagt, hinten ist die Taste. Gucken, was passiert. Soweit erstmal gar nichts. Ah, Double Talk to Wake. Sollte man anmachen wahrscheinlich. Ah. Okay. Ihr seht, ich mache es auch das erste Mal. Wenn ich also im Sperrbildschirm bin, kann ich hier anmachen. Muss jetzt nicht so sliden, sondern kann hinten den Finger dran setzen. Habt ihr gesehen? Zack, funktioniert. Ja, ganz coole Sache. Auf jeden Fall Fingerprint-Sensor, immer eine ganz wichtige Geschichte, gerade bei der Security von dem Handy. Läuft super. Ich werde noch ein bisschen rumtesten. Danke euch.